Die Alm. Landschaftsjuwel. Lebensraum für Mensch und Tier. Und ein ewiger Ort der Sehnsucht. Schon vor 200 Jahren zeigten sich Reiseschriftsteller von einsamen Gipfeln und blühenden Bergwiesen begeistert. Heute erleben die Almen eine ungeahnte Renaissance. Almleute und Naturliebhaber freuen sich gleichermaßen auf den Almsommer. Jetzt mal, wenn ich im Sommer da reinkomme, das erste Mal, das ist aber so ein gutes Gefühl, da, wenn man die Blumen schon sieht, da ist schon der Almrausch, dann freue ich mich halt einfach wieder auf das Almleben. Erika Ladreiter ist Sennerin auf der Putzentalalm im steirischen Sölktal. Gemeinsam mit ihrem Mann bewirtschaftet die 62-jährige Altbäuerin die 1400 Meter hochgelegene Hütte, die seit über 100 Jahren im Besitz der Familie ist. Man ist so froh, wenn die Hütte noch steht, weil man das kein Jahr weiß, weil es eben so lawinengefährlich ist da bei uns. Und ja, und wenn dann die Viecher kämen, das ist halt einfach eine schöne Zeit für eine Sennerin, wenn man es schon mehrere Jahre gemacht hat, so wie ich. Am 11. Juni ist es endlich soweit. Ihr Mann, Gottlieb, treibt das Vieh auf. Sechzig Stück Jungvieh und 8 Milchkühe bedeuten viel Arbeit. Trotzdem überwiegt für Erika das Freiheitsgefühl des Almlebens. Die Sennerin ist Königin auf ihrer Alm. Und die Putzentalalm, ein würdiges Imperium, ein prachtvoller Talschluss, in den 12 Wasserfälle hinabstäuben. Badetag in Osttirol. Schafe gelten als geduldig und pflegeleicht. Der unfreiwillige Sprung in ein Räudebad ist aber auch einem Schaf zuwider. Doch die Bauern kennen keine Sentimentalitäten. Wer auf die Alm will, muss zuerst durch die Wasserstraße. Erst wenn diese Prozedur vorbei ist, werden die Schafe von Josef Schett in die Freiheit der Bergwelt entlassen. Der Schafauftrieb ist ein besonderer Tag, solange ich hinterdenken kann. Ist eine ganz emotionale Geschichte eigentlich. Und da kommt man da rein in das schöne Gebiet und da werden eine Kindheitserinnerung gemacht. Wie ich mit 5 Jahren reingekommen bin, war das Erste, dass einmal keinen Schuh gegeben hat. Ich habe keine Bergschuhe oder keine Werkzeugschuhe gehabt. Ich bin den ganzen Sommer barfuß umgegangen. Ich habe unten drauf eine Haut gehabt, wie die Kühe fast, bei die Klauen. Also die ganze dicke Haut, da bin ich über die Steine drüber gegangen, ohne dass ich irgendwas gemerkt habe. Und da habe ich zuerst einmal gemisst, im Herbst, wenn ich heimgekommen bin, einmal richtig aufwachen lassen, damit ich wieder in die Schuhe reingepasst habe überhaupt. Und das sind auch so Dinge, die man, ich denke, das ist auch wichtig für die Erdverbundenheit, nicht? Dass man schon den direkten Kontakt zum Boden gehabt hat und dass man auch feststellt, ob es kalt ist oder ob es warm ist. Also da ist man richtig geerdet. Und ich denke, das hat mich geprägt und ich kann mir eigentlich nichts anderes mehr vorstellen in meinem Leben, als mit Schafen Bauer zu sein. Als Josef Schett vor 20 Jahren nach neuen wirtschaftlichen Möglichkeiten suchte, ist er auf das Schaf gekommen. Denn im hochgelegenen Vielgratental sind die Böden karg und taugen gerade noch als Weide für die Schafherden. Diese Herde wird den Sommer auf der Oberstalleralm verbringen. Dicht gedrängt, wie ein großes Wollknäuel, schieben sich 300 Schafe den Berghang hinauf, bis zum 1850 Meter hochgelegenen Almdorf. Ja.
da beginnt der Almsommer. Man verabschiedet sich von den Tieren, mit denen man den ganzen Winter ganz eng in Kontakt gehabt hat, und überlasse sie jetzt ein paar Monate sich selber. Mache die machen Sommerfrische, genießen die Almkräuter, die sie da abfressen, würzen das Fleisch selber und kommen dann im Herbst wieder gut gemästet zurück. Jetzt sind die Schafe ihre eigenen Herren. Ihr Reich ist die felsige Gebirgslandschaft, über die sich friedliche Abendstimmung legt. Vier Uhr früh in Vorarlberg. Auf der Täli-Hütte in Lech wird Riebel gekocht. Das deftige Frühstück muss bis zum Abend reichen, denn der bevorstehende Viehtrieb lässt den Männern keine Zeit für Essenspausen. Martin Riedmann ist als Hirte für den Auftrieb verantwortlich. Schon den vierten Sommer haben ihm die Dornbirner Bauern ihr Vieh anvertraut. In knapp zwei Stunden wird die Herde auf den 2500 Meter hochgelegenen Wöster getrieben. Das gibt ja nichts mehr bis im Morgen um 12. Bleib einfach drauf. Ist das ein Kaffee? Martin drängt zum Aufbruch. Aus Erfahrung weiß er, dass sich ein Tross mit 430 Rindern nur langsam in Bewegung setzt. Die Treiber erhalten letzte Anweisungen über den Verlauf der Route. Wir gehen nicht gerade auf, dann können von mir aus die E-Stufe. So sind die Homburg nicht schon kennengelernt, Richtung Adlernase, so eine Kurve hinmachen. Die erste Truppe muss bereits oben an der Kehre stehen, wenn das Vieh über die Adlernase heraufkommt, ordnet Martin an. Die Zeit drängt. Nieselregen hat eingesetzt und damit steigt auch die Gefahr des Abrutschens. Jede Mulde wird durchkämmt, damit kein Tier zurückbleibt. Einige der Männer haben sich bereits im Steilhang positioniert, um der Herde den Weg zu weisen. Von überall tönen die Rufe der Treiber. Sie versuchen, die Herde in diesem schwierigen Gelände zusammenzuhalten. Trotzdem kommt es immer wieder vor, dass eine Kuh ausbricht und abrutscht. Sieben Stunden ziehen die Rinder entlang der schroffen Gebirgsketten der Lechtaler Alpen. Das Überqueren der Gräben, in denen immer noch Schnee liegt, ist besonders für die Jungtiere gefährlich. Sie müssen in diesem unwegsamen Gelände erst gehen lernen. Vor der letzten Kehre wird gezählt. Ein aufregender Moment für Martin Riedmann, denn es ist jedes Mal ein riskantes Unterfangen, 430 Stück Vieh heil über den Berg zu bringen. Der lange Marsch hat sich gelohnt. Auf dem Wöster-Sattel erwartet die Rinder ein Buffet der Luxusklasse. Zum Wöster hat Martin eine besondere Beziehung. Schon als Kind hat er hier das Vieh gehütet. Mit 10 Jahren hat mir der Vater da reingeschickt einmal. Aber nach 10 Tagen hat es auch geschneit. Und dann hat der Martin geschworen, einmal Wöster, nie mehr Wöster. Und jetzt siehst du, wie ich da gekommen bin. Wenn du hier da oben bist, dann kannst du abschalten. Alles andere geht dir ehrlich gesagt am Arsch vorbei. Und das Telefon brauche ich eigentlich auch bloß in die Hand nehmen, wenn ich irgendwas brauche. Und du kannst es auch selber einteilen alles miteinander. Du bist eigentlich dein eigener Chef. Es redet dir keiner rein und sagt dir wie, was, wo. Du bist immer für dich selber verantwortlich.
Die Unabhängigkeit des Almlebens ist auch für die Steirer Erika und Gottlieb von unschätzbarem Wert. Ihre Aufgaben sind bis heute unverändert. Sie verarbeiten die Milch vor Ort zu Butter und Käse. Ja, das mache ich jetzt 14 Jahre, also 14. Sommer heuer. Das gehört einfach dazu, Butter muss man modeln, sonst schaut auch nichts gleich. Die Buttermodel, die sind schon allweil auf der Alm gewesen, schon seit ich das weiß. Ja, da sind halt die Motive drauf. Ein Bauer von der Sennerin und ein Hirsch ist da drauf und Blume. Eimerisch halt. Die Selbstverständlichkeit, mit der hier gewirtschaftet wird, ist jahrhundertealte Tradition. Doch sie entspricht dem gegenwärtigen Biotrend. Produkte von der Alm sind gefragter denn je. Eine regionale Besonderheit ist der Steirerkäse. Wir machen heute den Steirerkäse aus Magermilch, und wie er halt so im Enster üblich ist. Und so wie wir den kochen da im Kessel und mit offenem Feuer, so ist er vor 5000 Jahren auch schon gemacht worden. Wetterumschwung auf der Oberstaller Alm in Osttirol. In der nebelverhangenen Landschaft entfaltet das Almdorf mit seinen fast schwarzen Holzhütten einen eigenen Reiz. Es verweist auf die Einsamkeit des Almlebens. Josef Schett hat dennoch alle Hände voll zu tun. Der Frühsommer ist für den Schafbauern die arbeitsreichste Zeit im Jahr. Es gilt, die Weiden für die Schafe abzuzäunen, damit die einzelnen Flächen effizient genutzt werden können. Ja, das war gewesen, mit Holzschlägen wäre es besser gegangen. Ja. Wir sind schon zu gut. Ja. Ja, wir sind klasse. 1500 Meter Zaun wurden bereits errichtet. Dadurch kann diese Alm bis auf 3000 Meter Höhe beweidet werden. Im Hochgebirge sorgen Kaltluftvorstöße häufig für Wetterkapriolen. Deshalb ist es auch nicht ungewöhnlich, wenn hier im Juli Schnee liegt. Es offenbart den Charakter dieser archaischen Landschaft. Das Lechtal ist schroff und melancholisch zugleich. Proviant beladene Pferde folgen den Rindern auf die Wösteralm. Vor 700 Jahren mag es nicht viel anders gewesen sein, als die Alemannen mit ihrem Hab und Gut den gleichen Weg nutzten, um das Lechtal zu besiedeln. Damals wie heute zieht man mit Kind und Kegel auf die Alm. Martin hat seine Familie nachgeholt. Die 3 Monate alte Sabrina wird ihren ersten Almsommer erleben. Das Hirtendasein erscheint vielen als ein paradiesischer Zustand. Es kann aber auch sehr einsam sein, mit seiner Herde von einem Weideplatz zum nächsten zu ziehen. Ohne seine Frau Froni würde Martin dieses Nomadenleben nicht auf sich nehmen. Familie auf jeden Fall mit. Einmal alleine, das kannst du ehrlich gesagt vergessen. Einmal aus meiner Sicht, mir ist lieber so, wenn alles beieinander ist. Ist zwar mehr Arbeit, Material mit transportieren, was wir halt alles mit den Pferden machen müssen, mehr oder weniger. Aber es ist dann auch wieder schön, wenn du in die Hütte kommst und das ist die Kinder und die Frau und es geht ihnen gut.
Und für die Buben ist es natürlich auch was anderes, um vor allem zu schwimmen, wenn eine Frau dabei ist und ab und zu eine Atmosphäre, wenn eine dicke Luft ist, wieder ein bisschen auflockert. Mehr als 2 Monate sind die Hirten mit den Rindern auf den Hochalmen unterwegs. Sie nehmen während dieser Zeit auf 3 Hütten Quartier. Für den jeweiligen Umzug ist der Schwemmer verantwortlich. Lukas macht diese Arbeit jetzt das 2. Jahr. Zuvor war er, wie sein Freund Stefan, mehrere Sommer lang Burb, wie man einen Hirtenjungen in Vorarlberg nennt. Das Aus- und Eintreiben der Milchkühe gehört ebenso zu den Aufgaben eines Schwemmers wie das Melken. Gemolken wird händisch. Auf der Hütte gibt es keinen Strom und daher auch keine Melkmaschine. Die Kühe geben ausreichend Milch für den Eigenbedarf. Was übrig bleibt, bekommen die Kälber. Endlich Feierabend. Papa hat am Mittag gesagt, und Hände frei, du schläfst, Mund geöffnet. Die 4 Hüterbuben und Martin waren seit 7 Uhr früh beim Vieh. Die Erschöpfung ist ihnen anzusehen. Das ständige Suchen und Treiben des Viehs ist nicht nur körperlich anstrengend. Es erfordert auch sehr viel Disziplin. Noch haben die Buben viel zu lernen. Vor dem Schlafengehen gibt es noch Anweisungen für den nächsten Tag. Martin ermahnt dazu, den Tieren genügend Zeit zum Fressen zu lassen. Du sie nicht, aber nicht schnell, du sie fressen lassen. Wir nicht ratzfatz durchstellen. Er sagt ihnen auch, dass sie die verletzten Tiere langsam zur Hütte treiben sollen, damit er sie verarzten kann. Die frühen Morgenstunden gehören zu den schönsten auf der Alm. Wenn das Licht langsam aus dem Schatten tritt, wirkt das Vielgratental wie verzaubert. Die beiden Schafbauern Sepp Haider und Josef Schett sind auf dem Weg zu ihrer Herde. Wir gehen jede Woche zu den Schafen her, treiben sie zusammen. Die kriegen alle ein Salz und dann Leck, damit sie zutraulich bleiben. Und dann schaut man auch, ob alle gesund sind. Wenn alle dann hochträchtig wird, dann schaut man, dass man sie mit aus dem Heim nimmt. Da wo die Lampen dann unter Aufsicht auf die Welt kommen, weil der Rodler natürlich eine Gefahr bedeutet. Aber selbstverständlich auch der Fuchs, im Hochsommer ist der Fuchs da weit herum. Und da muss man schon sehr aufpassen, dass die Lampen nicht fressen werden. Sobald die Schafe die vertrauten Lockrufe ihres Bauern hören, strömen sie ihm hinterher. Der Leck, die lebenswichtige Salzgabe, ist das einzige Mittel, um die Tiere in die gewünschte Richtung zu manövrieren. Schafe gelten als mobile Rasenmäher.
Sie sorgen dafür, dass auch unzugängliche Stellen beweidet werden und stellen sich damit in den Dienst des Naturschutzes. Das kurze Gras verhindert im Winter das allzu leichte Abrutschen von Lawinen. Die steilen Almwiesen, die mir gehören, die kann ich sehr gut mit den Schafe beweiden. Und für die Rinder sind sie zu steil gewesen. Und deswegen habe ich den Betrieb umgestellt und habe damit auch die Möglichkeit gehabt, mir für meine Produkte die Kunden zu suchen und die Produkte direkt zu verkaufen. Also ich bin nicht auf irgendeine Vermarktungsorganisation angewiesen, sondern bin direkt bei meinen Kunden. Und schaut, dass man ein gutes Angebot vor allem bei uns für die gehobene Gastronomie hat und wo wir heute einfach wesentlich bessere Einkommensmöglichkeiten haben, als es früher gewesen ist. 30 Bauern aus der Umgebung verkaufen ihre Schafe an Josef Schett, der sie unter dem Label Vielgrater Natur vermarktet. An diesem herrlichen See, sicher einem der reizendsten des schönen Alpenlandes, wollen wir nun längere Zeit verweilen, schrieb Erzherzog Johann 1817 in sein Reisetagebuch. Die euphorische Schilderung des Erzherzogs gilt dem malerischen Schwarzensee inmitten der Sölktaler Alpen. An der Beliebtheit dieses steirischen Bergsees hat sich bis heute nichts geändert. Er ist Ausgangspunkt für wanderfreudige Touristen, die den Spuren des Erzherzogs folgen. Grüne Matten, rauschende Wasserfälle und kristallklare Seen. Die prächtige Kulisse des Sölktals. Ein Naturpark mit 150 Kilometer Wanderwegen als Zufluchtsort für stressgeplagte Besucher. Fünfzehn bewirtschaftete Almen sind das Herzstück dieser faszinierenden Kulturlandschaft und das ersehnte Ziel jedes Wanderers. Einkehr auf der Putzentalhütte. Köstlichkeiten von der Alm werden aufgetischt. In den Aufzeichnungen von Erzherzog Johann ist zu lesen: Die Nahrung der Menschen besteht aus Mehl und Milchspeisen, ziemlich fett, wie dies die Neigung aller Elbler des steiermärkischen Hochlandes ist. Hätte der adelige Wanderer die Gelegenheit gehabt, Erikas flaumigen Kaiserschmarren zu verkosten, er wäre ihm bestimmt ebenso verfallen wie ihre Gäste. Der Erzherzog war einer der Ersten, der seine Erlebnisse niederschrieb, die er auf den Erkundungsreisen durch die steirische Gebirgslandschaft machte. Seine Schilderungen brachten die Almen in Mode. Erika, wie viele Tropfen hast du noch? Weißt du, 50 circa brauchen die noch? Ja. Die Alm ist zur Metapher für ein bestimmtes Lebensgefühl geworden. Für die Sehnsucht nach dem einfachen Leben, die immer dann aufkommt, wenn die Welt den Menschen zu kompliziert erscheint. Ein Faktum, das wohl auch die gegenwärtige Popularität der Alm erklärt. Seit 4000 Jahren treiben Bauern im Sommer ihr Vieh auf die hochgelegenen Weiden. In Österreich werden rund 9000 Almen bewirtschaftet.
Martin und sein Sohn Christoph sind schon seit den frühen Morgenstunden unterwegs, um das Vieh auf die nächste Weide zu treiben. Die 950 Hektar Almflächen rund um den Wöster werden nach einem geordneten Wechsel beweidet, damit sich die abgegrasten Wiesen wieder erholen können. 430 Kühe fressen immerhin 12 Tonnen Gras pro Tag. Im steilen Gelände ist es besonders schwierig, eine Herde dieser Größe unter Kontrolle zu halten. Man muss schnell sein, darf die Tiere aber nicht hetzen. Eine in Panik geratene Herde hätte hier heroben fatale Folgen. Hirte sein ist eine der letzten Männerdomänen. Eine Herausforderung für jene, die sich dem Leben in dieser extremen Bergwelt aussetzen. Ja, die Gefahr besteht da herinnen immer im Leben. Immer denkst du da, könnte was passieren und dort könnte was passieren, dann bist du da herinnen am gefällten Platz. Das ist ungefähr genau das Gleiche, wenn du denkst, heute sterbe ich, dann bist du schlechter, dann bleibst du oben im Bett liegen, und dann stirbst du sicher nicht. Ja, das ist das so. Passieren kann viel und alles. Aber am meisten ist das halt da, wenn du krank hörst und alles noch probierst und dann am Schluss stirbt er wirklich. Das geht der Enkel mal mir persönlich am meisten an die Nieren. Auf der Alm gibt es keinen 8-Stunden-Tag und auch kein freies Wochenende. Martin ist von früh bis spät auf den Beinen. Während sich die Rinder an den saftigen Almgräsern laben, haben die Hirten alle Hände voll zu tun. Andreas ist damit beschäftigt, das nächste Weidegebiet abzuzäunen. Martin kümmert sich unterdessen um die verletzten Tiere. Kleinere Wunden werden vor Ort verarztet. Am wichtigsten aber ist der Blick nach dem Wetter. Ja, wenn jetzt schwül warm ist und danach kommt ein starkes, heftiges Gewitter, wo eventuell Hagel oder so dabei ist, darum musst du auch immer vielmal an den Himmel schauen. Da kannst du nicht bloß stur hell sagen, ja, der Wetterbericht sagt gut. Und derweil haben wir so ein Wetter, anstatt Sonnenschein pur. Und dann, wenn du jetzt also wieder draußen im Hintergrund das Vieh siehst, wenn du jetzt da siehst, es kommt wirklich ein Wetter oder hörst Donner, dann musst du gleich mal verschwinden, sonst bist du in der zweiten Reihe. Und dann ist wahrscheinlich nicht mehr so gut, wenn die Vieh im Loch drunten liegen. Die Hochgebirgsidylle kann innerhalb kürzester Zeit zur Bedrohung werden. Über die Putzentalalm in der Steiermark türmt sich eine Nebelwand auf. Es hängt schon wieder der Nebel, aber das ist auch gefährlich für die Viecher. Da verlieren sie so leicht die Orientierung und dann stürzen sie auch über die Wand. Mein Mann ist jetzt eh oben bei den Kalmen und bringt ihr Salz und schaut, ob alles in Ordnung ist. Ja, und dann bin ich halt froh, wenn er wieder gesund aber kommt, weil es ist so felsig und so gefährlich, dass er auch überrutschen kann. Das ist halt dann die andere Seite vom Almleben. Bei schönem Wetter, da ist ja alles schön, aber wenn es dann eben bei Nebel und Schnee, dann hat man halt die Sorgen. Gottliebs Rufe hallen über die Hochebene. Er hofft, dass sie zu den Tieren vordringen. Nach und nach tauchen die Rinder aus dem dichten Nebelschleier und folgen dem Bauern. Salz und Kleie erweisen sich als geeignete Lockmittel. Denn Kühe wollen primär eines: fressen.
Noch ist die Herde nicht vollzählig. Immer wieder wandert Gottliebs Blick hinauf in die nebelverhangene Felsregion. Letzten Sommer sind hier zwei Kühe abgestürzt. Auf der Oberstaller Alm hat der Sommer ein anderes Gesicht. Urlauberidylle. Wo früher die Bauern des Vielgratentals mit ihrem Vieh lebten, genießen heute erholungssuchende Stadtmenschen ihre Sommerfrische. Mein Milch fürs Frühstück. Ja. Die Kinder trinken am liebsten frische Milch. Schon. Würdevoll erhebt sich dieses altmodische Refugium vor der prachtvollen Landschaft. Das Dorf steht seit 1986 unter Denkmalschutz. Frisch auch, oder? Frisch und munter, wunderbar, bei dem herrlichen Wetter. Einmal so leben wie früher scheint stark im Trend zu sein. Nur so lässt sich erklären, dass Menschen während ihres Urlaubs auf Annehmlichkeiten wie Warmwasser und Heizung verzichten, um mitten in der Natur zu sein. Vier Hütten werden immer noch auf traditionelle Weise bewirtschaftet. Die Urlauber können der Sennerin beim Melken, Buttern und Käsen zuschauen. Sie sind aber auch als Helfer willkommen, wenn geheut wird. Josef Schett hat 7 Hektar zu mähen. Ein Teil sind steile Bergwiesen, die nur mit der Sense gemäht werden können. Mühevolle Arbeit, doch für den Bauern eine Selbstverständlichkeit. Es hat lange gedauert, bis die Vielgratener ihr malerisches Tal den Gästen geöffnet haben. Eine langsame Annäherung, die bis heute für beide Seiten beglückend ist. Ich denke, wir haben uns vielen modischen Torheiten verschlossen ein bisschen und haben gesagt, wir machen das, was wir haben, das bieten wir so an. Schauen wir mal, ob es Leute gibt, die das auch attraktiv finden und einfach da herkommen möchten, sich zu erholen. Und ich muss sagen, das ist eine Erfolgsstory von zuerst weg gewesen. Wir haben die Hütten fast immer ausgebucht. Wir bieten unseren Gästen ganz ein besonderes Urlaubserlebnis, dafür bekämen wir ein bisschen Geld. Und können die althergebrachte Landwirtschaft in der Form machen, wie man sie jahrhundertelang auch schon gemacht hat. Diese harmonische Verknüpfung von Almwirtschaft und Tourismus hat das Leben der Menschen in diesem abgeschiedenen Tal entscheidend verbessert. Auf den Hochalmen des Lechtals geht der Sommer langsam zu Ende. Der große Abtrieb steht bevor. Ein außergewöhnlicher Tag, voller Inszenierungen. Die Pferde werden mit Girlanden aus Kreppblumen geschmückt. Am Aufputz der Männer wird noch gearbeitet. Schmücken ist Frauensache. Einen ganzen Tag verbringen Froni Riedmann und ihre Freundinnen damit, um für die Hirten und Treiber den passenden Kopfschmuck anzufertigen. Auch die Männer sollen aufgekränzt ins Tal ziehen. Jede Alm hat ihr besonderes Brauchtum. Hier im Lechtal nähen die Frauen den Männern Rosmarinzweige und rote Nelken auf die Hüte. Allerdings nur, wenn während des Sommers kein Unglück auf der Alm passiert ist. Ja.
Die Anzahl der Blumen entspricht dem Rang des Hutträgers. Die meisten bekommt selbstverständlich der Chef. Stolz präsentieren die Hirten ihre exotisch anmutende Kopfbedeckung. Die roten Nelken auf den Hüten sind mehr als Zierde. Sie haben Symbolcharakter. Denn die Farbe Rot steht seit jeher für Triumph und Erfolg. Das haben wir uns verdient. Nicht nur ich, auch der Schwimmer, die Frau, die Buben, die Kinder. Also das ganze Personal, was eigentlich dazugehört. Das ist dann auch ein schönes Gefühl. Vor allem, wenn du außen laufst, wenn man vor einer Woche, 10 Tagen noch geschumpfen hat und gedacht hat, ja, so auf keinen Fall mehr. Aber je weiter dass du Richtung Dornbirn läufst, umso mehr lachst, geht einmal mir so, fällt er von den Schultern. Der Abtrieb der Herde gleicht einem Siegeszug. 9 Wochen Sommerfrische auf den Hochweiden haben den Rindern sichtlich gut getan. Um einige Kilo schwerer und widerstandsfähiger ziehen sie zurück ins Tal. Für Martin und seine Buben beginnt schon jetzt der Abschied von den Tieren. Die Herde bleibt noch 3 Wochen auf der Voralpe. Danach kümmern sich die Bauern wieder selbst um ihr Vieh. Bald werden die Strapazen der letzten Monate vergessen sein. Und mit ein wenig Wehmut wird auch dieser Almsommer langsam ausklingen. Im Herbst zeigt sich die atemberaubende Schönheit des Vielgeratentals noch einmal in ihrer ganzen Pracht. Wenn der morgendliche Raureif auf den Gräsern liegt und die Tage spürbar kühler werden, ist es Zeit, die Schafe heimzuholen. Lange haben sie die Freiheit des Almlebens genossen und in der kargen Felsregion nach Futter gesucht. Aber auch die Genügsamkeit der Schafe hat einmal ein Ende. Jetzt können sie es kaum erwarten, wieder ins Tal zu kommen. Schafe waren lange Zeit das Vieh der armen Leute. Man hat ihnen nicht allzu viel Bedeutung beigemessen. Für Josef Schett hingegen sind Schafe nicht gleich Schafe, sondern ein begehrter Markenartikel. Die Schafe sind zwischenzeitlich eigentlich für mich und für meine Familie der Lebensinhalt geworden. Wir verarbeiten alles, was die Schafe hergeben. Lammfleisch, Spezialitäten aus Lammfleisch. Wir verarbeiten die Milch zu Schafkäse. Und wir verarbeiten die Wolle zu den verschiedensten Produkten. Also das ganze Jahr dreht sich bei uns alles ums Schaf. In Innervielgraten ist die Schafzucht zu einem wichtigen Wirtschaftsfaktor geworden. 1000 Lämmer und rund 100 Tonnen Schafwolle werden jährlich vermarktet. Es hat sich also gelohnt, dass Josef Schett vor 20 Jahren auf das Schaf gesetzt hat. Almabschied im Sölktal. Auf der Putzentalhütte trifft man sich zum Schotenrühren. Der Schoten ist ein Topfengericht aus Buttermilch, das am letzten Abend zubereitet wird, bevor die Sennerin von der Alm geht. Hilde, komm! Probier mal! Was darf ich da? Martina hat da dran. Das ist ein Beim Schotenrühren bleiben die Almleute unter sich. Ein Familienfest, zu dem sich auch die Sennerinnen von den Nachbaralmen einfinden. Das Vieh ist längst im Tal und die Sorge ist der Heiterkeit gewichen. Da können wir heute noch essen bis Mitternacht. Ja, genau.
Was kann ich mehr? Wir können auch nicht an den Dorf gehen und lernen. Weißt du, was das noch an meine gibt, gell? Ja, das ist von mir. Almkultur, wie sie hier gelebt wird, ist ein Stück österreichische Identität. Sie entspricht der wiedergewonnenen Wertschätzung der Almen und stillt die Sehnsucht vieler Menschen nach dem Paradies, wenn auch nur einen Sommer lang. Jetzt trinkt man noch einen Schnapsel auf den gelungenen Almsommer. Auf das gefallen wir uns jetzt, gell, Martina? Demut und Dankbarkeit. Für die Sennerin Erika ist ein wunderschöner Almsommer zu Ende gegangen. Die gut mein, wir die gut tausendmal. Sie stadis schon ein Jahr, Karfugern sind mehr Jahr. Und es war schon ein schneller Wind vom Wetter. Und es war schon der Schneewind vom Wetter.